Hinweis an euch: In diesem Film ist zu sehen, wie ein totes Tier zerlegt wird. Ich werde gerade richtig demütig, ne? Das, Shanna hat sich 12 Jahre lang vegetarisch ernährt und hat sich dann dazu entschieden, Jägerin zu werden. Jetzt isst sie nur das Fleisch von Tieren, die sie selbst getötet hat. Ich esse ja Fleisch, aber ich würde nie ein Tier töten wollen. Dann wäre meine Aussage, hör auf Fleisch zu essen oder verarbeite dein Fleisch mal selbst. Oh, die Geräusche. Wird halt klar, dass es mal ein Lebewesen ja. war. Shanna war Vegetarierin, jetzt jagt sie Tiere. Warum? Siehst du da die beiden Klopse? Das sind 2 Rehe. Auch das hier gehört zu Shannas Fleischkonsum dazu. Schießen. Okay. Das war ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Für mich ist das hier echt eine andere Welt. Aber ich will mich voll drauf einlassen. Heißt auch, gleich werde ich zum ersten Mal schießen. Warum isst du eigentlich nur das Fleisch, das du selbst erschossen hast? Weil für mich Wildfleisch die einzig vertretbare Form des Fleischkonsums ist. Also alles, was irgendwie aus der Massentierhaltung kommt oder aus der konventionellen Wirtschaft, habe ich für mich gesagt, lehne ich ab. Beim Wildfleisch weiß ich, wo es herkommt. Ich weiß, dass es unbelastet ist, dass es auch die Umwelt nicht belastet. Und es muss halt im gewissen Maße eh bejagt werden. Also ist es nur sinnvoll, das auch bis zum Ende zu verwerten. Ich habe jetzt auch nicht Angst oder so, aber so nach dem Wumms eben habe ich auf jeden Fall deutlich mehr Respekt vor der ganzen Nummer. Das hier ist das Magazin. Das kommt letztendlich hier unten in die Waffe rein. Und hier haben wir dann Munition dazu. Das ist Kaliber .270, also ein amerikanisches Kaliber. Was passiert jetzt, wenn diese Patrone ins Tier eindringt, wenn du auf das Tier schießt? Die dringt mit einem relativ kleinen Loch in den Tierkörper ein, aber pilzt dort auf. Das ist dann zum Beispiel, wenn sie gegen Knochen kommt oder wenn sie gegen irgendwas Härteres kommt. Mhm. Und durch das Aufpilzen wird die Verwundung innerhalb des Tierkörpers sehr, sehr stark. Das heißt, das Tier hat einerseits einen großen Blutverlust, aber viel wichtiger ist, dass meistens das Herz oder die Lunge zerstört wird. Das heißt, sie fällt zusammen und das Tier ist ziemlich schnell tot. Okay. Einmal zurück, dann siehst du, wie jetzt die Patrone hier reinspringt. Ja. Und jetzt gehst du nach vorne, das heißt, du drückst die Patrone in den Lauf und machst den Verschluss zu. Entsichern. Den hinteren Abzug betätigen. Genau. So, jetzt nimmst du den Finger nochmal raus. Diese Anspannung, nichts falsch zu machen, das ist einfach so heftig, dass ich erstmal gar nichts sagen kann. Hast du schon mal überlebt? Ja, also das war wirklich sehr intensiv. Ich zitter halt einfach. Wie muss das dann erst sein, wenn man ein Tier im Visier hat? Von dem ersten Schuss, den man macht, bis zu dem ersten Tier, das man erlegt, vergeht ja in der Regel relativ viel Zeit. Das heißt, du beschäftigst dich dann nur noch damit, dass der Schuss auch wirklich passt. Dass das Tier dann auch idealerweise direkt liegt. Wenig Schmerzen, alles sauber. So, jetzt bin ich echt gespannt, wo ich getroffen habe. Das sieht doch gut aus. Wow. Ich habe es geschafft. Ja, schau, funktioniert doch. Hier. Also wenn ich das Tier jetzt so treffen würde, dann wäre es sofort tot. Wahrscheinlich schon, ja. Ich bin wirklich stolz gerade. Sehr cool. Auf einem sehr abstrakten Level bin ich gerade stolz. Ja. Ja. Also bei mir ist es ja so, ich esse ja Fleisch, aber ich würde nie ein Tier töten wollen. Was hältst du von Menschen wie mir? Dann wäre meine Aussage, hör auf Fleisch zu essen oder verarbeite dein Fleisch mal selbst. Weil das ist ja genau das Problem unserer Gesellschaft. Die Leute haben ein Problem damit, wenn man Tiere tötet, aber sobald es als Wurst irgendwo im Tiefkühlfach liegt, ist es vollkommen in Ordnung. Ja. Und die Beziehung dazwischen ist einfach komplett verloren gegangen. Und wenn Leute nicht dazu in der Lage sind, sollen sie es lassen mit dem Fleisch essen, wäre eh besser. Oder sollen halt schauen, dass sie es dann von Anfang bis Ende wenigstens mal gesehen haben und aushalten können. Danke für die ehrliche Antwort. Ich will schauen, ob ich genau das aushalten kann. Und dazu gehört auch, dass ich noch ein Tier zerlegen werde. Ihr merkt schon, wir bei Reporter probieren gern mal neue Sachen für euch aus, auch abseits unserer Komfortzone. Und ich bin auch gerade an einem großen Selbstversuch dran. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne mal unseren Kanal und aktiviert die Glocke.
Es geht auf die Jagd, mit der Ungewissheit, ob Shanna heute ein Tier schießt. Was ist der Plan für heute? Wir sind jetzt am Ende der Jagdsaison. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, also wenn, auf weibliches Rehwild jagen und halt mal schauen, was da ist. Da guckst du noch auf das Licht. Wir müssen ganz leise sein, am besten gar kein Geräusch machen, um kein Reh zu verschrecken. Shanna ist in einer Winzerfamilie groß geworden. Und das hier sind ihre Weinberge. Wenn sie die Rehe erlegt, können sie die Anbauflächen nicht mehr abfressen. Wir warten anderthalb Stunden, bis was passiert. Siehst du da die beiden Klopse? So ein bisschen dunkel sieht man die auf dem Gras stehen. Das sind zwei Rehe. Ja. Die sind jetzt quasi gerade am Frühstücken. Nach welchen Kriterien entscheidest du jetzt, ob du das Reh schießen möchtest? Gerade gar nicht. Und ich vermute, dass das eine Geiß mit einem Kind ist, also Mama mit Kind. Aber auch nur wegen der Größenverhältnisse und ein bisschen wegen der Körperform. Das ist mir aber viel zu weit und viel zu riskant, um da jetzt irgendwas zu entscheiden. Und die Geiß schießen wir nicht, wenn das Kitz noch lebt. Weil wir dürfen es zwar, aber das Kitz ist schon noch abhängig von seiner Mutter. Deshalb mache ich das nicht. Es bleibt dabei. Shanna schießt heute nicht. Kannst du das eigentlich nachvollziehen, wenn Leute jetzt sagen, ja, warum schießt du auf das unschuldige Tier? Bis zu einem gewissen Maße kann ich das nachvollziehen. Zumindest halt mal die Frage, warum schießt du auf ein Tier? Mhm. Unschuldig finde ich halt schwierig, weil Schuld eigentlich für mich so eine menschliche Sache ist. Also es ist eher quasi so eine emotionale Frage und du kannst das einfach dann so abstellen. Ja, also es ist halt für mich auf der rationalen Ebene gibt es genügend vernünftige Gründe dafür. Auf der emotionalen Ebene gibt es genug Gründe dagegen. Das ganze Thema Jagd ist umstritten. Immer wieder merke ich, dass sich Shanna sehr viel damit auseinandergesetzt hat. Das ist ja so ein Punkt, der oft kritisch gesehen wird. Das, also Trophäen, dass man halt dann aus den Tieren so ein Deko-Objekt macht. Wie stehst du dazu? Für mich sind es letztendlich einerseits halt Erinnerungen an das Jagderlebnis und andererseits ist mir wichtig, das Tier von Anfang bis Ende zu verwerten. Also wenn mal irgendwie was schiefgelaufen ist, dann hat man das ja auch dann irgendwie an der Wand hängen, wenn man sich's hinhängt. Was war das dann für ein negatives Erlebnis? Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel ein Bock, wo ich in einem anderen Revier unterwegs war, wo ich eine Freigabe erhalten habe und dann die Freigabe nicht ganz so eingehalten habe. Also ich habe gesagt bekommen, ja, der und der Bock. Allerdings habe ich einen stärkeren erwischt, als ich eigentlich erwischen sollte. Und das ist halt für mich so ein Mahnmal. Das Tier hat zum Glück direkt gelegen und es war auch alles in Ordnung für das Tier, in Anführungszeichen. Mhm. Aber halt so meine menschliche Leistung war da nicht ganz korrekt. Wir zeigen jetzt, wie wir ein Tier zerlegen. Wenn ihr das nicht sehen wollt, springt zu Minute 11 und 52 Sekunden. Da ist halt einfach der Kopf schon ab. Ja. Also ich glaube, viele würden es nicht machen wollen. Aber es ist, es käme irgendwie auch scheinheilig vor, so an meiner Stelle, wenn ich sage, ja, Fleisch esse ich, aber das, kein Bock. Ja, da stimme ich dir zu. Letztendlich starten wir jetzt hier oben und fangen an, das Fell, also die Decke, vom Fleisch zu lösen. Sobald man so ein bisschen Anpack hat, kann man sich dann am Fell oder an der Decke langhangeln. Mit je mehr Druck du auf dem Fell arbeitest, desto einfacher ist es für dich. Okay, also ich fange jetzt hier an. Genau. Ist so richtig? Ja. Es fühlt sich einfach ein bisschen falsch an, finde ich, das hier so. Ja. Wird halt klar, dass es mal ein Lebewesen ja, war. Ja, ja, ja. Wir leben in einer Welt von Bärchenwurst im Supermarkt und das ist einfach hier was ganz anderes. Dieses Reh wurde von Shannas Partner geschossen. Wenn er das macht, macht Shanna eine Ausnahme und isst das Fleisch auch. Aufgrund von einer Gewalteinwirkung von außen. Oh, die Geräusche. Natürlich, man muss sich erstmal überwinden, man muss sich erstmal daran gewöhnen, aber es gehört halt dazu. Ja. Ich bin ja nicht naiv. Ich weiß, dass Fleisch von toten Tieren kommt. Aber das hier selber zu machen, ist nochmal was anderes.
zieh mal, ja? Mhm. Warum bist du Vegetarierin geworden damals? Halt einmal ganz plakativ der ethische Grund, dass ich es nicht richtig finde, Tiere zu züchten, also entstehen zu lassen, nur um sie irgendwo einzufärschen, um sie dann vor ihrer Lebenszeit eigentlich umzubringen, um sie dann zu essen. Und dann halt in zweiter Instanz, wir zerstören damit Lebensmittel, sprich Futtergetreide zum Beispiel. Wir zerstören damit Wasser, das wir an anderen Stellen dringend bräuchten. Wir blasen CO2 mit der Viehhaltung in die Luft und Methan, was schlecht für die Umwelt ist. Wir geben den Tieren Antibiotika, was zu Resistenzen führt. All das sind Punkte, wo ich sage, es ist nicht vertretbar, Fleisch in der Form zu essen, wie das im Moment bei uns angeboten wird. Ist irgendwie absurd, oder? Wir reden jetzt gerade hier über Vegetarismus und zerlegen ein Tier dabei. Das ist für mich ist es tatsächlich nicht so absurd, weil es ist ja auch immer eine Frage, aus welchem Motiv raus man Vegetarier ist. Ja. Wenn man halt aus Umweltgründen Vegetarier ist, ist das hier eine Lösung. Wenn man aus emotionalen und ethischen Gründen Vegetarier ist, weil man sagt, ich möchte keine Tiere für mich getötet haben, dann ist das keine Lösung. Ja. Jetzt kannst du es abschärfen, Messer. Yay! Wohin? Da rein. Okay. Auf die linke Seite, weil rechts ist das ohne Fleisch. Jetzt das Messer. So, du hast es geschafft. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Gerne, kein Problem. Schön, dass du es mitgemacht hast. Machst du einen Unterschied zwischen verschiedenen Tieren? Also kannst du manche Tiere nicht töten? Tatsächlich hatte ich schon das Problem, dass ich über Wochen hinweg eine Mutter mit ihren beiden Kitzen gesehen habe. Und da habe ich noch angefangen, den Kitzen Namen zu geben. Das eine war dann das Fresserchen, das andere weiß ich nicht wie. Und da hatte ich die so lange angeschaut, dann ging es nicht mehr. Also ab dem Punkt, wo man halt irgendwie eine Beziehung zu dem Tier aufbaut, wo man das nicht nur einmal sieht und sagt, okay, du bist zu schwach, du bist zu jung, du hast das passende Geschlecht, ich erlege dich jetzt. Sondern wenn man sagt, okay, ich kenne dich, du kommst jeden Abend um 17 Uhr raus, dann wird es schon schwierig. Wie kannst du es dann mit dir vereinbaren, das Tier zu töten, wo du diesen Ausschnitt des Lebens halt nicht kennst oder keine Bindung hast? An irgendeinem Punkt muss ich mich davon ja distanzieren, weil sonst wäre es natürlich nicht möglich, ein Tier zu erlegen. Und da kämpft halt dann die Rationalität, warum man das machen muss, gegen die Emotionalität. Und wie gesagt, ein bisschen Distanz hilft da. Es ist nicht so ganz realistisch, dass jetzt alle Fleischessenden das machen, was ich heute gemacht habe. Oder sogar ein Tier töten. Das ist Shanna auch bewusst. Und selbst mit ihrem Partner Simon gibt es da Diskussionen. Er ist Berufsjäger. Lecker. Was haltet ihr denn von Leuten, die sagen, okay, ich esse halt Fleisch, aber ich will damit nichts zu tun haben, wie das genau passiert? Ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde es eigentlich wichtig, aber es ist trotzdem im Endeffekt jeder seine Entscheidung. Und wenn der Fleisch essen will und will nicht wissen, wo es herkommt und hat kein Interesse dran und es ist es ihm wert, dass er für 4,90 Euro ein Kilo Fleisch kaufen kann, dann muss er das so machen. Ich habe in deinem Blick gesehen, du siehst ein bisschen anders. Ja, weil ich halt sage, so, okay, wenn du so unreflektiert damit umgehst, dann sollst du es halt lassen. Ja, aber du kannst doch nicht zu Leuten sagen, lass es. Ja, aber wir haben ja definitiv ein politisches Problem damit, dass unser Fleisch zu günstig ist und die Herstellungsverfahren, die hinten dran stehen. Also muss Fleisch entweder teurer werden oder die Leute müssen von selbst aufhören, so viel Fleisch zu konsumieren. Was ist wahrscheinlicher? Das ist ja trotzdem die Entscheidung des Einzelnen. Es geht ja nicht drum, was er kauft, sondern es geht darum, dass er nicht wissen will, was dahinter steckt. Ich persönlich würde es nicht machen, ich finde es nicht gut, aber ich würde mich jetzt nicht verurteilen dafür, dass er, um Gottes Willen, stellt einen Pranger. Ja, es ist ein sehr emotionales Thema. Was muss man dafür tun, damit man guten Gewissens Fleisch essen kann? Muss man überhaupt was tun? Oder macht man es sich dann einfach zu bequem, wenn man nichts tut? Diese Fragen stelle ich mir jetzt ganz persönlich. Aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Shanna hat sich dafür entschieden, Tiere zu töten, die nicht dafür gelebt haben, getötet zu werden. Jagen, Fleisch essen, das sind sehr emotionale Themen für viele. Wie steht ihr dazu? Ich hoffe auf eine gesittete Diskussion hier unter diesem Video. Wir freuen uns, wenn du abonnierst, die Glocke aktivierst und Teil unserer tollen Community bist. Und ich habe noch eine Videoempfehlung für euch. Die Fatima, die hat sich angeschaut, wie die Schlachtung von Biotieren abläuft. Ich finde das irgendwie ein ganz seltsames Gefühl, dass die hier so rumwuseln und morgen sind sie dann tot.
läuft das genauso ab wie bei Nicht-Bio-Tieren? Das könnt ihr hier im ganzen Video herausfinden. Und darunter noch ein Video vom Y-Kollektiv.